Leute, was geht? Ich ist Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video zusammen mit Lara. Und wir werden wieder eine Challenge machen, weil ihr so gerne wieder eine Alles-Kaufen-Challenge sehen wolltet. Gibt's wieder eine, aber nicht nur irgendeine. Nicht nur buchstabieren, das hatten wir ja schon, zeichnen oder sonst irgendwas, sondern, na okay, eigentlich ist es schon irgendwie eine Zeichnen-Challenge, aber nicht nur irgendeine, nicht auf dem Blatt Papier, sondern als Pancake-Art, ja? Was? Oh nein, alles kaufen, was du als Pancake-Art zeichnen kannst, beziehungsweise malen. Was? Du machst mich arm. Wir haben diesmal eine andere Edition, und zwar die McDonald's-Edition, Lan. Also es ist nicht ganz so teuer, außer... Es sei denn, du malst so viel. Ein Riesenmenü, das ganze Menü, ich glaube, das passt gar nicht da drauf, Lan. Das funktioniert nicht als Pancake-Art, also hast du Glück gehabt. Okay. Nein, wir machen es so. Du zeichnest mir was als Pancake Art, was ich essen muss. Ich zeichne das, was du essen musst. Und erraten wir das nicht, was es sein soll. Was habe ich da gehört, Lan? Okay. Was habe ich da gehört? Nein, danke. Errätst du das nicht, was ich gezeichnet habe zum Beispiel, dann kannst du es nicht essen. Dann bekommst du kein Essen, Lan. Wir machen auf jeden Fall 3 Runden. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Lan hat noch nie sowas gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Pro, aber wir werden mal schauen, bevor es losgeht, Leute. Springt unbedingt den Daumen nach oben. Schafft ihr 30.000 Daumen nach oben, dann mache ich wieder mit Lan eine Challenge. Irgendeine andere Alles-Kaufen-Challenge. Schreibt es unbedingt unten in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt, let's go. So, Lan ist schon bereit. Weißt du schon, was du machen willst? Ja. Echt jetzt? Ja. Das wird sehr, sehr lecker. Echt jetzt, Lan? Mhm. Ich trau dir nicht. Lan hat blau gewählt. Was ist das? Ein Becher? Sieht so aus wie ein Becher. Hä? Was ist da? Wie ist das viel zu groß geworden? Das nimmt schon das ganze Ding ein. Das ist Lan allererstes Mal hier. Und ich habe bislang keine Ahnung, was es sein wird. Ich liebe Pancakes und ich liebe McDonald's. Schau dir das mal an. Du machst das richtig... ekliges Lan, was ich überhaupt nicht mag. Das ist ja voll die... Das ist ein McFlurry. Was ist das Lan? Wow, das? Ich bin echt begeistert. Da muss ich... Leute, was soll das sein? Schreibt mal jetzt eure Vermutung rein. Also es könnte ein McFlurry sein, es könnte auch ein Getränk sein. Schau dir erstmal die Farbe an. Sieht das aus wie ein McFlurry? Doch, das Gelbe könnte Eis sein. Ja, alles klar. Ja, hallo? Es könnte Eis sein. Oder Milchshake. Vanille Milkshake oder sieht es aus wie so ein fetter Strohhalm oder eine fette McFlurry Löffelladen? Ich muss es richtig erraten. Wow, ich habe. Ich will was essen. Was ist das? Es ist undefinierbar. Es gibt kein blau-gelbes Getränk. Hä? Ich weiß nicht, was das da oben sein soll. Was soll dieser Kreis sein? Es muss ja irgendwas sein, was es bei McDonald's gibt. Ich muss herausfinden, was es ist. Ist es ein Getränkladen? Bestimmt, oder? Ja. Aber was ist das da oben? Frappuccino? Gibt's sowas da? Frappuccino, gelb, Fanta. Warte! Oh mein Gott! Warte! Die haben doch bei McDonald's Slushies. Da kriegst du, glaube ich, so einen dickeren Strohhalm. Ist das ein Slushy? Fanta Slushy? Ja, ist richtig. Echt jetzt? Ja. Dann habe ich es richtig erraten. Ja, Mann! Ein Fanta Slushy für mich. Woohoo! Ich habe schon Bock, das auszuprobieren. Auch wenn ich echt zu viel Fanta hatte. Aber egal. Ich habe Bock drauf. Es ist viel zu heiß. Ich krieg jetzt ein Fanta Slushy von dir. Okay, was wird das? Das sieht so hässlich aus. Die Farbe ist voll affig. Ja, das sieht voll unappetitlich aus. Ein Viereck, ein Toastbrot. Ein Tannenbaum? Oh mein Gott, du willst mir einen Tannenbaum geben? Nein! Keine Ahnung, ich wollte eigentlich braun machen daraus. Aber irgendwie ist das voll hässlich geworden. Das ist irgendwie so ein... Das sieht aus wie ein Cupcake. So. So. Warte, warte. Ich versuche das irgendwie zu retten. Aber es sieht echt aus wie ein Tannenbaum. Ja, Lan, es ist Weihnachten! Es ist ein Tannenbaum mit Geschenke. Hallo? Nee, gibt's nicht, Lan. Nicht wieder hier Geschenke. Was ist das? Eine Tomate? Das sieht aus wie ein Lolli. Eins hast du schon mal richtig, das sag ich dir schon. Okay, das andere, das ist echt undefinierbar. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist ein McFlurry. Und dann so ein Lolli, was hat dieser Lolli zu bedeuten? Lolli McFlurry? Ja, ich lasse es gelten, ich lasse es gelten. Ich hab's doch nicht mal umgedreht, hallo? Woher wusstest du das? Sieht das wirklich so gut aus? Dieser Löffel sagt schon alles aus. Ja, das ist wirklich ein McFlurry und die haben eigentlich, irgendwie habe ich gesehen, ein Chupa Chups McFlurry mit Mango. Also musst du den probieren? Nein, ich will das nicht essen. Doch, hallo, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Also ich stelle mir das irgendwie lecker vor. Okay, die Mango-Soße passt jetzt nicht wirklich voll dazu. Voll die eklige Kombi. Vielleicht sind da Lolli-Stücke drauf, Lan. Oh mein Gott. Was wird das? Was wird das? Ich glaube, das sieht so aus. Hä? Was wird das? Ein Chicken Nugget? Warte, wie sieht das überhaupt aus? Ich brauch grün. Ein Burger! Lan, wird das ein Burger? Ich denke jetzt schon die ganze Zeit gerade darüber nach, was es sein könnte. Ist das ein Burger? Ja, ich glaube, ja, irgendwie so. Und dann hier noch ein bisschen.
bisschen. Was ist das, Lan? Und dann brauchen wir noch Pink. Oh, sag mir nicht, das ist was Gesundes, Lan. Oh ja. Nein! Nein, das ist nicht das, was du vorhin sagtest, oder? Nein! Oh, Lan! Also es sieht mir so aus wie eine Salatschüssel, Lan, mit Tomaten. Richtig geraten. Oh, ja. Wow, du bist echt gut. Hallo, was das war offensichtlich. Das sieht so aus wie eine fette Salatschüssel. Oh, nö, Lan. Ich habe keine Lust auf Salat. Ich wusste es, weil du hattest es schon gesagt. Ey, ich bin dir so sauer, Lan. Ich bin dir so sauer. Wir sind die professionellen Pancake-Art-Maker. Ich glaube so gar nicht. Ich glaube, wir sind die schlechtesten. Gibt es irgendwelche Tipps? Kann das von euch irgendwie jemand richtig gut? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was man beachten muss. Weil ich habe gar keine Ahnung. Das sieht einfach nur krippelig aus. Lan, ich bin echt sauer und enttäuscht. Ich meine, es ist zwar mega heiß, aber ich hätte schon Bock auf ein Happy Meal gehabt, Lan. Oh, wenigstens in der dritten Runde. Oh, das ist voll doof. Ich will kein Salat. Es ist warm draußen. Oh, kann ich dir überhaupt irgendwas zeichnen, was du nicht magst, damit du es zurückbekommst? Alles okay. Ist doch nur Essen. Salat. Ich will kein Salat. Gib mir jetzt Mühe. So, und... Was ist das? Warte, warte. Nein, können wir das noch retten? Machen die das nicht sonst auch immer so drüber? Ja, mach so. Mal. Nachher sieht man gar nichts mehr. Ich weiß, was das ist. Lecker. Ja, toll. Und ich krieg nur Pommes. Das hast du schon mal richtig geraten, obwohl das noch nicht mal umgedreht ist. Ketchup. Hä? Oha, ich bekomme auch noch einen Burger. Du hast es richtig geraten, Mann. Dankeschön. Das ist Burger. Ja, ne? Oh mein Gott, ich hätte selber gern sowas, Lan. Warum kriege ich nur einen Salat? Ich bin voll nett zu dir. Du hast doch dein Slushy und Salat. Das reicht doch. Wow, was für eine Kombination. Es gleicht sich wieder aus. Ungesund, mega die Zuckerbombe und hier ein Salat. Wer findet das auch unfair, dass ich einen Salat bekommen habe? Von meiner besten Freundin. Ja, das ist voll asozial von dir, Lan. Das ist richtig assi. Kann ich das überhaupt schon umdrehen? Guck das mal an. So cool. Flachste Pommes ever und der flachste Burger. Das wird voll gut. Du brauchst sogar keinen Burger mehr und Pommes. Oh mein Gott, letzte Runde. Und ich habe echt jetzt meine Bedenken, ob das was Leckeres sein wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Lan. Oh mein Gott, was wird das? Wie ihr schon denkt, wie das super Gesundes. Ein Wrap oder so? Ich traue dir alles oh zu. Mein oder Gott, Wasser. Wäre auch nicht schlecht. Schütt nur so ein Wasser oder so noch. Guck mal, hier was Grünes. Das ist schon wieder ein Salat, Lan. Oh, ich esse nicht noch einen Salat. Ich sag's dir, ne? Oh mein Gott, nicht mit dir. Ich esse nicht noch einen Salat. Hau ab damit. Was zum Teufel ist das? Chicken-Salat? Ich will keinen Salat, Lan. Also irgendwie sieht das wie ein Dessert aus. Kirschtasche, Tomate. Tomaten? Chicken-Salat oder was? Okay, der Löffel. Leute, was ist das? Lolli ist es auch nicht. Lan, was soll das sein? Lan, das sieht aus wie eine Tomate, Digga. Was macht das nicht? Apfel? Apfeltüte? Lan meinte vorhin ja, nur bei Eis gibt es Löffel. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Also ist das, glaube ich, ein Eis. Ein Apfeleis? Echt jetzt? Gibt es ein Apfeleis bei Mc's? Aber das sieht eigentlich null so aus. Ich glaube, ganz viele sind der Meinung, es sieht aus wie eine Tomate. Lan, wir sind richtig grottig. Aber irgendwie erraten wir es trotzdem richtig. Also irgendwie sind wir beide schlecht, aber auch beide irgendwie gut. So und so. Ich bin so nett, ne? Ich sag's dir. Ich bin echt die beste Freundin ever. Und du voll der Assi. Irgendwie zeichne ich immer nur das, was... Nee, ich sag's lieber nicht, sonst weißt du, was ich meine. Ja, vielleicht errätst du es ja nicht, dann bekommst du es nicht. Haha, voll das schön. Das ist ein Dessert. Mhm. Das ist ein Donut. Ja! Was für einer? Kannst du es erraten? Ja. Ich glaube, ich hätte dir schon mal sowas gezeigt. Ja! Warum zeichne ich dir den nochmal? Wieso bekomme ich immer Donuts? Weil ich irgendwie an Donut denken muss. Ich liebe Donuts. Was ist das? Ist das ein Getränk? Was ist das, Lan? Der Donut sieht so schön aus, den werde ich auch noch gleich essen. Weil ich ja keinen Donut bekomme. Was ist das für ein Getränk, Lan? Okay, Getränk war richtig. Was ist das jetzt für ein Getränk?
Ist das Cola? Ja! Wie ging's mit Cola und Regenbogen-Donut? Ich glaube, Lan, wir brauchen gar nicht mehr zu Mc's gehen. Ich esse einfach nur die Pancakes, die wir gemacht haben. Okay, dann gehe ich alleine. Und nehme dein Portemonnaie mit. Hallo? Geht's so? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu McDonald's und es ist das erste Mal, dass ich mich überhaupt nicht so freue auf Mc's. Verdammter Salat. Nein, was sieht deins aus? Deins sieht immer besser aus. Das ist jetzt mein Tablett. Einmal der Fanta Slushy. Aber ich glaube, der schmeckt eigentlich ganz gut, oder? Ich weiß nicht, wir werden es gleich mal ausprobieren. Dann hier ein Chicken Salad. Ja, die hatten nur zwei Chicken Salads und ein Stück normalen Salat. Aber der kostet nur 1,79 Euro. Und wenn Lan schon bezahlen muss, dann hole ich natürlich den für 3,79 Euro. Hier ist noch der saure Apfel Mac Sunday. Der ist irgendwie neu. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Der schmilzt schon. So, und das ist Lans. Sie hat sogar ein Glas dazu bekommen. Ja, voll süß. Voll fies. Ich würde auch sowas haben. Aber irgendwie eine komische Farbe, gelb. Irgendwie voll ugly. Oh mein Gott, du musst den gleich probieren. Das schmeckt so komisch. Das schmeckt wie Kaktuseis, oder? Boah, sauer. Boah, so sauer. Aber merkst du das? Das soll sauer Apfel sein. Das ist sauer. Aber merkst du das, dass das auf der Zunge abgeht? Das ist so ein Ekeleis. Ehrlich jetzt, das ist überhaupt nicht lecker. Verdammt, Mann. Das schmeckt echt gut. Das schmeckt so viel besser. Schaut euch das mal an. Wie gut. Sieht aus wie dein Auch mit dem Papier und so. Ja. Kann ich einfach mal zugucken, wie lang ist. Und ich habe nur so einen Chicken-Salat. Mein Salat ist so sad, ey. Voll die fetten Zwiebelringe drauf. Lecker Zwiebeln. Ja, du hast ja schon Erfahrung gesagt. Hola, ich mag mein Essen nicht. Das ist so komisch. Und es schmeckt alles seltsam. Wie kommt man auf sowas? Alle anderen Slushy schmecken viel, viel besser, weil der schmeckt echt komisch. So, Lan hat sich einen schönen Regenbogen-Donut gegönnt auf meinen Nacken. Ich habe hier noch meine Cola, die eigentlich Lans Cola ist. Ja, mit Füllung. Ich hatte den auch schon. Da oben ist so richtige Schokolade, glaube ich, drauf oder so. Auf jeden Fall schmeckt das richtig gut. Oh mein Gott, wie lecker der aussieht. Jetzt kann ich Lan weiter zugucken beim Regenbogen-Donut essen. Und ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt auch weitere Videovorschläge unten in die Kommentare. Vielleicht irgendwas, wo ich mich rächen kann bei Lan, damit sie eklige Sachen hat, die nicht schmecken. Oder irgendwas anderes. Schreibt es unbedingt unten rein. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!